Ja, hallo und herzlich willkommen hier zurück bei The Sims 3 und der Mystic WG. Ja, der erste Part hier gleich nach meiner schönen Erkrankung. Ich bin auch immer noch so ein bisschen kratzig mit der Stimme und auch meine Nase ist noch ein bisschen zu. Aber sonst ist eigentlich wieder soweit alles okay. Ich fühle mich nicht mehr so, als würde ich jeden Moment umfallen. Also, ist okay. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo jetzt hier Mila abgeblieben ist. Ah, da ist Mila. Hallo. Ja, Mila nimmt ja erstmal um kurz nach drei, schon eigentlich kurz vor vier, ihren Mitternachtssnack zu sich. Er haut sich erstmal ein paar Chicken Rings rein. Naja, wenn es passt, bitteschön. Ja, sie muss auch gleich arbeiten, beziehungsweise muss relativ früh arbeiten. Die anderen müssen es nicht ganz so. So, dann räumen das mal auf und hier, das können wir eigentlich auch wegräumen, weil das ist kein Mensch mehr, ehrlich nicht. Ach, Mio, so, was haben wir denn hier? Jemanden... Okay, Nora ist auch schon wach. Mensch, warum bist denn du schon wach? Na ja, dann komm mal her, ist schon alles vorbereitet und danach kannst du mal schön weitermalen. Ja, Mila, du und dein Hexenstatus, ich glaube, wir sollten dafür auch mal wieder was tun, indem wir uns einfach mal deine Alchemiestation schnappen und ein bisschen Alchemie recherchieren. Ich meine, wozu bist du eine Hexe, wenn wir uns damit gar nicht beschäftigen? Bitteschön. So, Nora, wo rennst du jetzt hin? Du rennst raus in den Regen, um zu essen. Das ist natürlich auch mal wieder sehr, sehr praktisch. So, Bill, du schläfst hier noch ein bisschen. Was machst du, wenn du wach wirst? Du kannst erstmal auf Toilette gehen, finde ich super. Toilette? Ja. So, Nora, du isst und malst. Testi, was machst du, wenn du wach wirst? Das ist schwierig. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir zwar, dass Testi so Lehrerin ist, beziehungsweise Referendarin, aber andererseits hätte ich mir auch ein bisschen was anderes vorgestellt. Mal gucken, ob wir da nicht noch irgendwie was ändern. So. Ach, dieser Vogel hier draußen, wie der immer piepen muss. Piep, 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 piep. Schrecklich. So, du kannst mal rausgehen, den Garten pflegen, Tessie, weil mir fällt sonst nichts anderes für dich ein. Ach, Mensch, so, Bill, was machst du, wenn du von der Toilette runterkommst? Dann haben wir ja immer noch das Problem, dass du irgendwas machen solltest. Ah, okay, Fotos. Können wir die... Ja, die können wir ja verkaufen, ne? Also, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, die zu behalten. Verkaufen wir einfach mal. So, was ist das hier? Die Macht des Spielers. Ja, kannst danach mal ein Buch lesen. Kann auch nicht schaden, mein Freund. So, na, Nora, wie läuft's? Läuft's gut? Oder nicht? Oder könnte es besser laufen? Erzähl mal. Ah, das Bild sieht schon ein bisschen komisch aus, ne? Das sieht irgendwie aus wie so ein Typ, der von Drachen umgeben ist oder so. Na, Tessie, schaffst du es noch, irgendwas zu machen draußen oder eher nicht? Das sieht eher nach nicht aus, aber versuch's einfach mal. Yay! Mila hat auch schon gleich den ersten Punkt geschafft. Sehr schön, beziehungsweise ihren sechsten schon. Ja, Logik müssen wir auch noch ein bisschen mit ihr ausbauen, damit sie da auch ein bisschen vorwärts kommt. Können wir ja danach mal machen. Haben wir so ein Logikbuch noch hier? Nee, aber wir können ja... Okay, Bill ist wohl gerade aufgestanden. Wir können ja einfach ein bisschen Schach üben. Hier, Schach spielen. Ach Mensch, so, Bill, du hundsgemeiner Vampir. Ja, irgendwie bist du gar nicht so gemein. Oh, Jeffrey Dean anrufen. Ja, das können wir ja gerne mal machen. Wo ist denn der hier überhaupt? Der muss doch irgendwo aufgelistet sein. Anscheinend haben wir uns ja nicht so dicke mit ihm verstanden, wenn er hier nicht mal gleich vorne mit aufgelistet ist. Hä? Der ist gar nicht aufgelistet. Willst du mich verarschen? Wir sollten ihn ja wenigstens kennen, damit wir ihn anrufen wollen, oder? Das ist irgendwie voll unlogisch. Muss ich nicht verstehen, oder? Warum denkt er an Jeffrey? Ist das doch irgendwie ein Fehler? So, Tessie, lass mal die Garten draußen in Ruhe und geh lieber mal zur Arbeit. Nora ist hier, Mila... Ja, Mila, ganz ehrlich, mach einfach noch deine paar Tränke da fertig, beziehungsweise lern noch ein bisschen was und dann ist gut. So, Carsten, du willst danach aufräumen. Naja, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee. So, mit Schreiben eines Buches beginnen. Ja, genau, das andere hatten wir jetzt abgeschlossen gehabt. Sehr, sehr gut. Science-Fiction-Roman? Nee, lern mal lieber so ein bisschen was. So, Tessie ist unterwegs. Bill, du liest. Ach, Bill, du bist aber auch langweilig. Ganz ehrlich, wir suchen uns jetzt mal irgendjemanden, von dem wir trinken können. Das ist ja nicht mehr schön hier. Ja, wir können ja einfach mal hier das Fest besuchen. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ist bestimmt allemal spannender, als dieses Buch da zu lesen.
Ach Mio, so, dann lade dich mal hier. Was ist das hier für ein toller Paprikapflanzer? Da steht nichts von einer Paprikapflanze. Ja, Bill, dann komm einfach mal hierher und wir gucken mal, wer hier so rumläuft. Aber wir gehen jetzt auch wirklich wieder mitten am Tag mit ihm raus, ne? Das ist auch wieder nicht so intelligent von mir. Ja, Bill, wenn du verreckst, war es meine Schuld. Kannst dich bei mir beschweren. Ach, ey, so ein Spiel können wir auch mal spielen hier. Hau den Gartenzwerg. Das ist auch lustig. Was bist du? Ein Preisgreifen. Ach, so ein Ding, wo man dann. Ah. Ja, da drüben im Park stehen welche rum, aber nicht hier auf dem Sommerfest oder was. Ist doch total blöd. So, Nora, du malst denn noch? Kannst du meinetwegen auch gerne weiter tun? Tessie, du bist unterwegs, denn. Geh mal wie verrückt schuften, du kannst es dir leisten. Und Carsten, du bist ja sowieso noch mit Schlafen beschäftigt und 5 Bestseller schreiben. Was? 3 hat er schon? Ist ja cool. Dann streichen wir das mal hin, das bringt schön viel. Und Mila, du solltest vielleicht auch langsamer zur Arbeit. Ich hoffe, ja, gut, wir haben noch Zeit. Ich dachte schon, oh mein Gott. So, Mila ist unterwegs. Dann können wir jetzt Bild zuschauen, wie er hier die Dinger verhaut. Weil das finde ich auch noch wirklich lustig. So. Ah, das sieht aus wie sowieso Werwölfe sehen das aus, ne? Hau den Werwolf, Bill. Da hat er jetzt gerade ein bisschen lang überlegt, ne? Ich finde das irgendwie voll lustig. Das ist blöde. Ja, hier komm, greif mal einen Preis oder so. Machst du davon mit alleine Schluss? Ich hoffe doch. Oh, heute ist Vollmond. Was geht los da rein? Ja, jetzt lass doch mal hier den Gartenzwerg in Ruhe. Im Geschäft Buchhandlung und Wellness Center Einheit von Körper und Seele findet ein Ausverkauf statt. Alle Produkte sind um 35% runtergesetzt. Das Angebot läuft in 2 Tagen aus. Viel Spaß beim Sparen. Wow, 25.000 Punkte. Was bringt uns das? Das bringt uns gar nichts, oder? Wir kriegen hier auch nichts im Inventar gut geschrieben oder so. Nee, wir haben einfach jetzt nur einen Highscore. So, wir haben aber auch keinen vampirischen Sonnenschutz mehr. Kann das sein, Bill? Ich befürchte es nämlich fast und du qualmst da schon ein bisschen vor dir hin. Das ist alles ein bisschen ungünstig. So, jetzt geh mal nicht so schnell hier nach oben. Fläschchen. Ja, doch, hier haben wir. Alles klar. Dann wende das mal bei dir an. Oh, Bill, was hast du gewonnen? Was? Kralle folgendes erhalten. Roborumpfbeschützer Sim irgendwas. Alles klar. So, sind wir jetzt wenigstens vor der Sonne geschützt. 12 Stunden lang. Sehr gut. Ja, können wir später mal nach drin gehen. So, ist ja cool, dass wir das gewonnen haben. Können wir damit irgendwas machen? Nee, können wir nur irgendjemanden schenken. Ist wenigstens jetzt jemand mal da zum Schenken? Nee, da ist nur die Fee und. Hey, wer bist du denn? Du bist Doreen Kale. Kale. Ich hab's nicht. Nein. Bill? Geh die mal begrüßen. Ich will jetzt mal wissen, wer die da ist. So, jetzt zeig mir nochmal deinen Namen. Kale Lien? Keine Ahnung, blöder Name. Oh mein Gott. So, frag sie mal, ob sie Single ist. Yay, Nora hat ihr Bild fertig. Was kann Nora jetzt machen, wenn sie das fertig hat? Nora, du kannst mal ein böses Mädchen sein und hier so ein mittleres Bodengemälde sprayen kommen. Mach das einfach mal, ist bestimmt ganz lustig. So, ja, ist sie jetzt Single oder nicht? Das haben wir jetzt auch mal wieder nicht mitgekriegt. Naja, was soll's. Vampir. Mach mal hier den hypnotischen Blick. Ah, okay, sie ist Single. Das ist schon mal sehr praktisch und können wir jetzt sehr zu unserem neuen Opfer machen. So, hier, dann lob mal das fantastische Buch. Vielleicht ist sie ein Bücherwurm oder so und vielleicht ist sie lustig. Schauen wir mal, ob sie lustig ist. Ja, okay, sie ist jetzt gerade ein bisschen verwirrt. Tut mir ja leid. Fragen wir sie mal nach der Karriere. Nutzen wir die Situation richtig aus. Wer bist du denn hier? Serena Durwood. Können wir auch mal begrüßen. Dann lernen wir hier wenigstens mal ein paar Leute kennen. So, als einer, was arbeitet sie jetzt? Sie ist schon ein bisschen älter, ne? Also vom optischen her sieht sie sehr alt aus. Das Make-up ist sehr unvorteilhaft, meine Liebe. Wir gehen uns jetzt mal zu der Blondine angucken. Ja, hallo. Okay, sie hat anscheinend auch was gefunden. Ja, freundschaftlich begrüßen. Yay, was geht los da rein? Mensch, Bill. Frag sie mal gleich, ob sie Single ist und was sie für ein Sternzeichen hat und als Gedankenverschmelzung. Okay.
Nach Karriere ist super und. Ja, wir versuchen mal dieses Gedankenverschmelzung. Okay, sie ist Romantikerin, sie hat eine Beziehung. Das ist schon mal ein bisschen schlechter. Ach, Mensch. Ja. Okay, sie ist wieder, scheint kompatibel zu sein. Sehr gut. Ist Nora schon hier? Yay, Nora! Mach dich mal hier ein bisschen unbeliebt. Das sind deine Farben, Nora. Ich sehe das schon. Ja, okay, Nora ist schwer beschäftigt. Können wir noch irgendwas machen, Nora? So, wo ist denn hier dein Steckle? Da. So, kannst ja noch schön eine Wand anmalen. Das finde ich auch immer wieder sehr positiv. Wo haben wir denn hier eine Wand? Was geht los da rein? So, ja, irgendwie ist hier jede beschissene Wand vollgestellt. Das kann doch nicht wahr sein. Nee, hier ist frei. So, mal da mal was ran, bitte. So, was hat es dir denn jetzt für Erkenntnisse geliefert? Gar keine, mein Freund. Du bist genauso blöd wie vorher, was das anbetrifft. Und so langsam solltest du mal was essen. Flirte einfach mal mit ihr. Du bist doch sowieso hier vom Ruf her nicht so dolle dran. Okay, sie scheint ihren Freund zu lieben. Das ist blöd für dich, Bill. Das tut mir leid. Da bist du erstmal abgeblitzt. Dann tratsch mal und schwärm mal vom Ausschlafen. Vielleicht passt dir das ja alles ganz gut. Ja, gut. Mir fällt jetzt auch nicht viel mehr hier ein. Wir können ja noch nach Charakter fragen oder so. Hey, Nora hat ihren Fähigkeitenpunkt ausgebaut. Ja, gut. Wir könnten auch mal ein bisschen hier rollern. Ja, das sieht doch schon mal gut aus, Nora. Weißt du was? Mal doch einfach nochmal was. Okay, das ist schon ein bisschen größer. Das ist ein bisschen blöd. Dann sollten wir vielleicht das hier mal wegschrubben. Mach das mal weg. Okay, wer kommt da? Oh nein, wir werden verhaftet. Na, okay, das war ja klar. So, widmen wir uns wieder Bill. Der hat gerade weniger Probleme. Der will nur, ja, was denn? Bleibe länger auf Arbeit. Ja, bitte. So. Nein. Wir werden verhaftet. Von einer Fee, die dieselben Flügel hat wie wir. Ist doch krass, oder? Wie der Zufall manchmal so spielt. Da fliegen die beiden Feen davon. Ich finde es immer zu lustig. Ja, okay, wir widmen uns wieder der ganzen Sache hier zu. Ja, Tessie, dir scheint es gerade irgendwie nicht so gut zu gehen, ne? Treff mal einfach ein paar Kollegen, das ist vielleicht besser, würde ich sagen. Weil dein Spaß ist jetzt schon ziemlich unten. So, ich würde sagen, du trinkst jetzt mal einen Schluck, lieber Will. Es wird Zeit. Und dann können wir auch gerne noch ihrem Freund erzählen, wie cool ich bin. Kann sie ja gleich mal ihrem Freund erzählen. Hey, der Bill ist aber richtig cool. Ah, Bill ist satt. So, und wer bist du? Hallo. Keine Ahnung, wer er ist. So, jedenfalls hat es hier gerade ziemlich gut funktioniert. Ich bin ja begeistert. So, dann mach mal hier. Komm, jetzt kannst du aufs Ganze gehen. Du hast schon von ihr getrunken. Dann kannst du auch jetzt ein bisschen vampirmäßig gut drauf sein, mein Freund. Du bist so das Arschloch hier. So, was liest mir die... Ja, können wir machen. Romantisch, koketter Witz und... ja, komm, schmier immer Honig ums Maul. Warum rennt sie denn jetzt weg? Das finde ich nicht gut. So, Nora, was... Achso, das ist die Polizistin, von der du gerade... Alles klar. So, okay, jetzt dürfen wir auch noch 1000 Simoleon Strafe zahlen. Na, herrlich. So, oh mein Gott, was ist denn... Ach, Carsten. Ach, verdammt, Carsten, ich hab dich ja völlig vergessen. Aber schön, dass du die Wäsche eingesammelt hast. Das was, du hast ja wirklich gut gemacht. Ach, verdammt. So, Carsten, dann geh mal hier schnell duschen, wenn du da schon mal stehst. Ist schon mal ganz gut. So, und dann, ja, was essen? Gott, was essen wir denn da jetzt Schönes? Genau, hol dir einfach mal ein paar Chicken Wings, damit du wieder zu Kräften kommst. So, Tessie, wenn du nach Hause kommst, solltest du vielleicht auf jeden Fall mal Fernsehen gucken. Und Nora, bist du jetzt mittlerweile schon zu Hause? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht so genau. Aber ich habe dich, glaube ich, gerade gehört. Also müsstest du ja in der Theorie zu Hause sein.
Dann kannst du ja auch gerne nochmal auf Toilette gehen und duschen und dir auch noch eventuell was zu essen schnappen, wie zum Beispiel Macaroni mit Käse. Und dann kannst du, liebe Fee, dich mal um deinen Garten kümmern. Warum kann ich hier keinen Garten pflegen? Das ist doch mal total behindert. Hä? Ach so, gut, okay. Und Garten pflegen. So, Bill, du bist jetzt noch mit ihr da beschäftigt. Finde ich alles soweit ganz gut. Das läuft auch. Was ist mit Mila? Die hat auch hier gleich Feierabend. Das ist doch auch sehr praktisch. So, wirst du wenigstens befördert, Mila? Nee, oh Gott, jetzt habe ich das echt so verplant, dass sie die ganze Zeit nur normal gemacht hat und nicht befördert wird. Oh, ist ja ärgerlich. Naja, was soll's. Ist ja nicht so schlimm. Aber Mila, du kannst dann auch auf jeden Fall nochmal was essen. Nochmal hier Falafel oder so. Und Bill, ja, Freundin, für sehr verführerisch. Eigentlich müssten wir das ausnutzen. Ach komm, wir gehen wieder zu Bill und der Kleinen, die ist so süß. Ja, aber wie es denn hier mit den beiden weitergeht, sehen wir einfach im nächsten Part. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich beim Spielen, beim Zusehen. Hat es jetzt Sinn ergeben? Ich weiß es nicht. Und ja, dann sehen wir uns einfach morgen wieder oder nachher im neuen Projekt, wenn ihr wollt. Und ja, dann bis dann.